In diesem Video zeige ich euch, wie Windows 11 auf einem Android-Telefon läuft und wie man das da drauf bekommt. Und das ist jetzt nicht irgend so ein Clickbait-Trick und das Windows läuft eigentlich irgendwo in der Cloud oder sonst irgend so ein Remote-Desktop-Kram. Nein, das Windows läuft wirklich ganz normal, nativ auf einem OnePlus 6T-Smartphone. Und zwar sogar mit Dual-Boot. Ich kann also nach dem Einschalten entscheiden, ob ich in Android oder in Windows 11 reinbooten will. Kleiner Spoiler schon mal, das ist richtig cool und eigentlich sollte das eine Standardfunktion von Android-Smartphones sein. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... So, und jetzt erstmal Werbung. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Dass ihr mit NordVPN einfach euren Standort ändern könnt, um zum Beispiel mal zu gucken, wie das Angebot eures Lieblings-Streaming-Anbieters in einem anderen Land so aussieht, das wisst ihr bestimmt. Aber wusstet ihr auch, dass NordVPN inzwischen einen umfassenden Bedrohungsschutz anbietet und dass NordVPN gerade seinen 10-jährigen Geburtstag mit einer Jubiläumsaktion feiert? Exklusiv über nordvpn.com/ct3003 bekommt ihr Rabatt aufs 2-Jahres-Paket, einen Gratis-Monat obendrauf und zusätzlich noch mindestens einen und bis zu 24 Monate extra Gratis-Abozeit. Und das mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. Falls ihr euch am Anfang des Videos gewundert habt, als ich das OnePlus 6T erwähnt habe, warum nimmt ihr denn so ein altes Smartphone? In der CT-Redaktion liegen noch bestimmt Dutzende viel leistungsstärkere rum. Ja, das stimmt. Aber leider funktioniert der von mir verwendete Windows-Bootloader bislang nur mit ganz wenigen Smartphone-Prozessoren bzw. Systems on a Chip. Am besten klappt es bislang mit dem Qualcomm Snapdragon 845 und der steckt halt unter anderem in meinem OnePlus 6T. Ansonsten funktioniert der Hack übrigens auch mit dem Pocophone F1, dem Xiaomi Mix 2S und einer Reihe von Telefonen mit dem Snapdragon 720G, Snapdragon 835 und Snapdragon 855. Bei diesen anderen ist die Unterstützung aber bislang bei weitem nicht so gut wie auf dem 845er, den ich verwendet habe. Zum Beispiel geht mit vielen kein Touchscreen, kein WLAN, kein Bluetooth und das ist leider das größte Problem, keine Grafikbeschleunigung. Auf dem Snapdragon 845 geht das alles. Mehr dazu, wie die Installation technisch funktioniert, kommt später hier in diesem Video. Erstmal will ich euch zeigen, wie gut das Windows läuft auf dem Smartphone. Während Windows in seinen ersten 27 Lebensjahren nur auf x86 Prozessoren lief, also quasi den PC-Standardprozessoren von AMD und Intel, öffnete sich Microsoft ab 2012 auch der ARM-Architektur. ARM. Das sind die Prozessoren, die heutzutage in fast allem stecken, was kein klassischer Computer ist. Also zum Beispiel in Smartphones, Tablets, Armbanduhren, Türschlössern, Autos, Raspis. Ja, okay. Und bei Apple steckt ARM inzwischen in allen Geräten, also auch den klassischen Computern. Aber ich schweife ab. Was ich sagen will, ARM ist längst kein reiner Handykram mehr. Windows läuft darauf wirklich gut inzwischen. Was ihr hier jetzt seht, ist das OnePlus 6T mit der ganz normalen Windows 11 Version für ARM. Das ist schon wirklich recht schubsig alles. Ist, oder? Sogar Spiele, also welche, die jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sind, laufen auch gut da drauf. Zum Beispiel Half-Life 2. Okay, das ist super alt, aber auch Cuphead zum Beispiel. Das läuft mit stabilen 60 Bildern die Sekunde. Viele Spiele habe ich allerdings auch nicht zum Laufen bekommen. Das könnte entweder mit der ARM-Architektur zu tun haben oder mit der sehr ungewöhnlichen Bildschirmauflösung von 2340x1080 Pixeln. Ich habe euch in der Beschreibung eine Liste verlinkt, wo ihr sehen könnt, welche Software läuft und welche nicht. Ich habe auch ein paar Benchmarks gemacht, die sind ganz interessant. Geekbench 5 zählt mit dem OnePlus 6T unter Android 2400 Multicore-Punkte, unter Windows 11 nur 1796. Das heißt, dass das viel fettere Betriebssystem rechnerisch dann doch was ausmacht oder dass die Treiberoptimierung nicht optimal ist. Aber mein gar nicht mal so schlechtes Notebook Acer Swift 7 mit Intel i5-7Y54 schafft nur 1133 Multicore-Punkte und das Windows 11 darauf fühlt sich auch langsamer an als auf dem OnePlus 6T. Also man merkt das nicht nur mit Benchmarks. Ich habe es ja schon angedeutet, die Windows-Unterstützung auf den Smartphones ist ein Hack. Das ist keine offiziell unterstützte Funktion. Deshalb funktioniert einiges nicht. Das im Smartphone integrierte Soundsystem geht unter Windows nicht. Außerdem kann man leider auch keine Dockingstation mit HDMI anschließen, um einen größeren Monitor zu nutzen. Und die Smartphone-Kameras lassen sich unter Windows nicht ansprechen. Außerdem gehen GPS und die anderen eingebauten Sensoren nicht. Was aber alles
einiges funktioniert hat bei meinem Test mit Windows auf dem OnePlus 6T. Das integrierte WLAN funktioniert problemlos, sowohl mit 2,4 als auch mit 5 GHz. Bluetooth ebenfalls und das ist ziemlich cool. Auch die SIM-Karte, also mobiles Internet, geht. Außerdem funktioniert der Touchscreen. Windows blendet an manchen Stellen, zum Beispiel beim Einloggen, sogar automatisch eine Touchscreen-Tastatur ein. Wenn ich einen USB-Hub oder eine Dockingstation angeschlossen habe, konnte ich einfach USB-Tastatur, USB-Maus und auch ein USB-Audio-Interface anschließen. Es wurde alles anstandslos erkannt. Außerdem konnte ich problemlos ein Apple Magic Keyboard und einen PS5 Game Controller per Bluetooth koppeln und mit meiner Power Delivery fähigen Dockingstation konnte ich das Smartphone auch gleichzeitig laden, während ich Audio-Interface, Maus und Tastatur per USB angeschlossen hatte. Das klingt jetzt profan, aber das Handy hat ja nur eine einzige USB-C-Buchse, da muss das ja alles drüber laufen. Ja, und das klappt. Wenn doch jetzt nur noch ein Videosignal ausgegeben würde, dann wäre das richtig super, dann könnte man das Ding nämlich als Office-PC benutzen. Weil das ist halt einfach so. Das kleine Handy-Display ist für Windows nicht gut geeignet. Man muss mindestens die Skalierung auf 175% schalten. Für Spiele allerdings, wie zum Beispiel Cuphead, geht das gut mit dem kleinen Display. So, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Auf einem Handy, das gebraucht ca. 150 Euro kostet, mit einem 4 Jahre alten System on a Chip, läuft Windows 11 flüssiger als auf vielen echten Computern, also zum Beispiel auf meinem Notebook. Ich finde wirklich, dass das mindestens interessant ist, vor allem wenn man bedenkt, dass die aktuellen Snapdragons nochmal deutlich schneller sind, also Windows da auch potenziell noch besser läuft. Und viele neue Geräte unterstützen auch HDMI über USB-C. Man kann also mit einem zusätzlichen Monitor einen vollwertigen Windows-PC realisieren. Ich finde das ehrlich gesagt sinnvoller, als die ja durchaus auch coole Funktion auf Windows 11 PCs Android-Apps laufen zu lassen. Dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Aber ich würde sagen, dass es mehr Leute gibt, die für sie wichtige Windows-Software haben und die nicht unter Android läuft, als Leute, die irgendwas mit Android machen können, was nicht mit Windows geht. Zum Beispiel Spiele, aber natürlich auch Anwendungssoftware. Und für Leute, die hauptsächlich ein gutes Android-Smartphone haben wollen, aber hin und wieder mal Windows brauchen, wäre das doch ideal. Aber leider hat natürlich vor allem Google kein Interesse daran, Android-Smartphones mit einem Konkurrenzbetriebssystem laufen zu lassen. Die wollen natürlich ihre eigene Werbung an den Mann und die Frau bringen. Ja, und Microsoft, die haben früher ja viel rumprobiert, auch mit Windows Mobile und so, aber es scheint, als würden Android-Phones zurzeit nicht in die Windows-Strategie passen. Schon 2014 hatten sich Google und Microsoft bei Asus beschwert, weil die dual-bootbare Geräte mit Android und Windows verkauft haben. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die Windows-Installation auf Android-Phones so kompliziert ist. Die notwendigen Bootloader und UEFI-Firmware sind nicht öffentlich zugänglich. Für meinen OnePlus 6T mit Windows habe ich Software vom offenbar chinesischen Project Renegade benutzt. Das sind Hacker, die an Treiber mit fragwürdiger Legalität von Qualcomm gekommen sind und damit Firmware und Bootloader bereitstellen können, um auf den Telefon Windows zu installieren. Das Ganze ist nicht wirklich gut dokumentiert und sehr, sehr frickelig. Ich habe für die Aktion mehr als 8 Stunden gebraucht und dabei das Telefon wirklich dutzende Male komplett zum Absturz gebracht, sodass ich es nur noch mit einem harten Reset wieder ausschalten konnte. Und ich musste mich durch Windows in Sprachen kämpfen, die ich absolut nicht beherrsche, zum Beispiel Chinesisch. Schaut euch mal die Partitionstabelle an von dem Handy unter Windows. Ja, das sind über 70 Partitionen. Das ist aber kein Bug, sondern das macht Android standardmäßig so. Windows liegt nur auf einer Partition. Ich habe mich jedenfalls da so durchgestümpert. Vieles war so Trial and Error und manchmal wusste ich auch einfach nicht, warum da jetzt was nicht ging und warum dann später schon. Deshalb haben wir uns entschieden, hier kein detailliertes Tutorial zu machen. Auch weil ja de facto nur der Snapdragon 845 unterstützt wird, der jetzt nicht mehr so wahnsinnig verbreitet sein sollte. Und obwohl nach der Installation sowohl Windows als auch Android stabil liefen und nicht ein einziges Mal abstürzen, ist der Dual-Boot-Vorgang auch nicht wirklich komfortabel. Von Android zu Windows geht das so und von Windows zu Android so. Aber wenn das Ganze mal zuverlässiger, einfacher und für mehr Smartphones geht, dann machen wir auf jeden Fall dazu ein Tutorial. Für meine Installation habe ich auf alle Fälle das in der Beschreibung verlinkte englischsprachige Video von Edi194 verwendet. Das erklärt alle Schritte eigentlich ganz gut, außer die Installation von TWRP, die ist leider ausgelassen. TWRP wird dafür genutzt, um eigene Software auf Android-Phones einzuspielen. Die Anleitung dazu habe ich ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Wichtiger Tipp übrigens, der mir ein paar Stunden Gefrickel gespart hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wenn ihr euer OnePlus 6T auf Android 11 geupdatet habt, macht unbedingt ein Downgrade auf Android 10. Android 11 verursacht mit TWRP fiese Probleme. Und ganz wichtig, Einschalter und Lautstärke oben, 10 Sekunden drücken, macht ein Hard Reset beim 6T.
So, und weil es vielleicht doch einige von euch interessiert, hier mal ganz grob die für die Windows-Installation nötigen Schritte. Vorab muss man einen USB-Datenträger vorbereiten, darauf kommen das von Project Renegade angepasste Kleinst-Windows, Windows PE, das Windows Management Tool DISM++, Treiber für den Snapdragon 845 und natürlich das Image mit Windows 11 in der ARM-Version. Dann muss man den Bootloader des Smartphones öffnen und TWRP installieren, das Dateisystem des Smartphones umpartitionieren und eine Windows-Partition erstellen. Dann bootet man in das UEFI Boot Image rein, startet dann Windows PE und installiert da dann mit DISM++ das richtige Windows und installiert dann noch die Treiber. Mir hat die ganze Frickelei auf jeden Fall Spaß gemacht und ich muss sagen, ich will diese Dual-Boot-Funktion mit Windows in Zukunft eigentlich bei jedem meiner Android-Telefone haben. Von offizieller Seite wird mein Traum sehr wahrscheinlich nicht erfüllt, aber es gibt definitiv ein paar Hackerinnen und Hacker da draußen, die wahrscheinlich jetzt gerade daran arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Tschüss.